Willkommen zu einem neuen Vlog. Diesmal möchte ich mit euch über den Wert des Lebens heute und zur Zeit des MS-Regimes sprechen, sowie das Ganze in den Kontext setzen der UN-Behindertenrechtskonvention. Mabache TV. Willkommen am 1. Mai, dem Tag der Arbeit. Vor 70 Jahren genau endete der Zweite Weltkrieg. Am 30. April 1945 erlöste Adolf Hitler die Welt von seiner Präsenz. Oder, um es im Jargon des NS-Regimes zu sagen, er gönnte sich den Gnadentod. Am 1. Mai, also vor 70 Jahren genau, folgte ihm Goebbels sein Kollege. Damit war die Welt frei von zwei großen Tyrannen oder ziemlich kranken Menschen. Aber während die beiden aktiv waren, haben sie, und das muss man einfach eingestehen, ziemlich was auf die Beine gestellt, grauenhafte Sachen, aber was sie gemacht haben, haben sie gründlich und präzise angegangen. Und eine dieser Dinge, die sie da auf die Beine gestellt haben, war die Aktion T4. Und das hat nichts mit dem VW-Bus zu tun. Die Aktion T4 war die systematische Eliminierung oder Ausrottung von unwertem Leben. Dazu haben sie Ärzte, Hebammen und Einrichtungen in den Dienst gestellt. Und wenn denen ein Kind geboren wurde mit Erbkrankheiten, dann wurde es auf eine Liste geschrieben, die ging ins zuständige Referat. Und dort wurde dann entschieden, ob das Kind eingesammelt werden musste. Und nachdem es dann in speziellen Einrichtungen untergebracht war, erlag es dann irgendwelchen kuriosen Krankheiten, die dann den Eltern als Todesurteil gesagt wurden. Dieses System wurde ziemlich lange weitergetrieben und auch ausgeweitet von Kindern auf Erwachsene. Da hat sich dann die Bevölkerung ein bisschen dagegen aufgelegt. Das heißt, es wurde etwas schwieriger, den Massenmord von unwerten Leben zu rechtfertigen. Aber das NS-Regime wusste natürlich, wie man gute Werbung macht. Und so haben sie zum Beispiel mit Plakaten geworben, die sagen, 60.000 Reichsmark kostet dieser Erbkranke der Volksgemeinschaft über die ganze Lebensdauer. Oder ein anderes Plakat, das mir sehr gut gefällt, also einfach so starke Bilder transportiert. Täglich 5,50, also 5 Reichsmark 50, kostet dem Staat ein Erbkranker. Und dieselben 5,50 konnte damals eine ganze erbgesunde Familie einen Tag lang überleben. Mit Beispielen wie diesen oder zum Beispiel, hier trägst du mit, 50.000 Reichsmark kostet ein Erbkranker bis zum 60. Lebensjahr. Dem Volke. Das sind Argumente, da kann man nicht widersprechen. Und da muss man natürlich dann auch akzeptieren, wenn die weggemacht werden. Aber springen wir mal in die Gegenwart und schauen, wie es heute so läuft. Es gibt in Amerika, in Princeton, ist eine angesagte oder eine super elitäre Mega-Uni. Da gibt es einen gewissen Professor Peter Singer. Dieser Herr ist Ethikprofessor. Er hat in irgendeinem Radio-Interview gemeint, dass es vor allem bei Obamacare, das ist das Gesundheitsgesetzkonzept, was Obama durchbringen wollte, dass jeder Amerikaner medizinisch versorgt ist, stößt in Amerika auf sehr großen Widerstand. Und er hat, dieser Peter Singer hat da gemeint, dass es eigentlich ganz okay ist, wenn man zum Beispiel schwerstbehinderte Neugeborene, damit meint er Kinder, die so schwer behindert sind bei der Geburt, dass sie wahrscheinlich niemals selbst reden können, niemals eigenständig sein können und eigentlich immer nur gepflegt werden müssen, dass man bei denen sofort während der Geburt oder nach der Geburt keine medizinische Behandlung vornimmt, weil es einfach ökonomisch und moralisch gegenüber den Eltern viel besser ist, wenn man die gleich sterben lässt. Noch dazu, wenn im Rahmen von Obamacare, wo man ja allen Menschen helfen möchte, ist es einfach ökonomisch erforderlich, dass man die Ressourcen so aufteilt, dass man es nur denen zukommen lässt, die ja auch wirklich irgendwas bringen der Gesellschaft. Sprich, die sollen behandelt werden, bei denen die Chance auf Erfolg gegeben ist und dass sie dann auch nach der erfolgreichen Behandlung wieder kompetente, wertvolle Mitglieder der Gesellschaft sind. Und das ist moralisch eigentlich sehr vertretbar, sagt dieser Ethikprofessor. Und er argumentiert halt mit wirtschaftlichen Argumenten, kann man sagen. Was ich sehr komisch finde. Aber gehen wir mal rüber. Nach good old Europe. Da gibt es jetzt zum Beispiel, ich gebe sicher hunderte Beispiele. Ich habe jetzt mal zwei rausgesucht. In Deutschland, in Hamburg, soll die U-Bahn erneuert werden. Da gibt es eine Initiative, die sich dagegen sträubt, dass der Klosterstern, das ist irgend so ein großer Kreisverkehr, wo in der Mitte ein Wald und Wiese ist, da auf diesem Kreisverkehr soll ein Lift eingebaut werden. Eine U-Bahn-Station gibt schon dort, aber noch keinen Lift. Und da hat sich eine Bürgerinitiative formiert, die gegen diesen Lift ist. Sie wollen nicht, dass er genau an dieser Stelle gemacht wird, weil da bla bla bla, was auch immer. Technisch gesehen geht's aber an keiner anderen Stelle. Streitereien gibt's immer, ist schon klar, aber
Es haben über 1000 Menschen die Petition unterschrieben und über 600 Menschen sind auf der Facebook-Seite Fan dieser Initiative. Dann in Österreich gibt es in der Steiermark, wurde das Baugesetz zum Beispiel wieder zurückgestuft. Das bedeutet, in der Steiermark werden jetzt nur mehr 25% der Neubauten müssen barrierefrei anpassbar sein. Das heißt, nicht 25% müssen barrierefrei sein, sondern müssen angepasst werden können. Also nachträglich barrierefrei gemacht werden. Und Lifte braucht man nur mehr ab 4 Stockwerken. Was hat das für Konsequenz? Die Konsequenz daraus, dass am Land, wo wahrscheinlich kaum 4-stöckige Gebäude gebaut werden, keine Gebäude mit Liften sind. Das heißt, da können Behinderte sowieso nicht leben. Und sie müssen dann auch wahrscheinlich nicht barrierefrei sein, diese Häuser. Weil nur 25% der Neubauten. Das heißt, wenn 4 Häuser gebaut werden, muss nur in einem Haus eine barrierefreie Einheit sein. Somit vertreibt man Behinderte aus dem öffentlichen Bild am Land. Aber Steiermark ist natürlich nicht alleine. Oberösterreich hat es auch nicht anders gemacht. Da ist es so, dass Gaststätten, Cafés und Konditoreien erst ab 25 Sitzplätzen barrierefrei sein müssen. Das heißt, der kleine Bäcker um die Ecken, der wird niemals barrierefrei sein. Andere Geschäfte müssen erst ab 50 Kunden, und das steht nicht dabei, pro Tag, pro Woche, pro Monat, pro Jahr, ab 50 Kunden müssen sie barrierefrei sein. Und Häuser erst ab dem 3. Stock einen Lift bekommen. Das sind alles Maßnahmen, die nicht unbedingt zeigen, dass Behinderte erwünscht sind oder die Integration von Behinderten erwünscht ist. Und jetzt kommt der Hammer. Es gibt die UN-Behindertenrechtskonvention. Die hat 50 Artikel und der Artikel 9 steht für Barrierefreiheit. Österreich, wie andere Länder, diese UN-Konvention mit unterschrieben und sich somit verpflichtet, sie umzusetzen. Ich lese die jetzt mal vor. Die Unterzeichnerstaaten verpflichten sich, angemessene Vorkehrungen zu ergreifen, um für Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang wie für nicht behinderte Menschen zur physischen Umgebung, zu Transportmitteln, Informationen und Kommunikation sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die für die Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebieten zugänglich sind, bereitzustellen. Was heißt das jetzt? Im Grunde nichts Schwieriges. Es heißt, Behinderte und Nichtbehinderte sollen die gleichen Möglichkeiten haben, sie sollen dieselben Dienstleistungen in Anspruch nehmen können, sie sollen dieselben Jobs machen können, sie sollen dieselbe Bildung genießen können, sie sollen dasselbe Kulturangebot nutzen können. Das heißt Fernsehen, ein Blinder, ein Tauber, die sollen genauso Fernsehen können, wie ich auch. Das heißt, es braucht Gebärdendolmetsch, es braucht Brailleschrift, es braucht Induktionsschleifen für Menschen, die schwerhörig sind. Es braucht Rampen, es braucht Lifte. All das müsste laut UN-Menschenrechtskonvention passieren und umgesetzt werden. Und da haben wir auf der anderen Seite all die Dinge, die zurückgeschraubt werden in den einzelnen Gesetzen. Oder Bürgerinitiativen, die sie offenkundig gegen Barrierefreiheit stellen. Da frage ich mich, was ist passiert? Das hat sich ja gar nichts da seit Thomas. Auf der anderen Seite wird einem alles versprochen. Jeder Politiker, der irgendwie Gehör haben will, fängt sofort an zu singen, ja, Inklusion ist so toll, und wir wollen das alle, und Barrierefreiheit ist total wichtig für gesamtgesellschaftlich, bla 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 bla. Aber wenn es darum geht, dass er die Geldbörse aufmachen muss und Gesetze verabschieden muss, dann wird er wieder leise und fängt zum Kürzen und Streichen an. Jetzt eine Frage an euch. Euch ist natürlich allen bewusst, dass es Geld kostet, Menschen wie mir die Möglichkeit zu geben, gleichberechtigt teilzuhaben an der Gesellschaft. Die Frage ist jetzt, seid ihr auch bereit dazu, diese Kosten zu tragen? Denn, sagen wir ehrlich, ich bin zwar selbstständig und arbeite, ich zahle Steuern, aber bis ich so viel Steuern gezahlt habe, dass mein Mehraufwand, den ich habe im Leben durch meine Behinderung abgedeckt ist, glaube ich, das werde ich nicht schaffen. Sollte ich es doch schaffen, dann bin ich gern bereit, meinen Teil selbst zu tragen. Aber de facto wird es wahrscheinlich nicht so sein. Jetzt ist die Frage, wollt ihr das? Wollt ihr zukünftig wirklich, dass behinderte Menschen gleichberechtigt teilhaben? Seid ihr bereit dazu, dafür auch in die Tasche zu greifen und diese Last zu tragen? Ja oder nein? Und wenn nicht, was sind die Alternativen? Habt ihr irgendwelche Ideen? Wie ist eure Meinung dazu? Ich weiß, es ist ein bisschen ein schweres Thema, so zum verlängerten Wochenende hin. Ich würde mich freuen, wenn ihr Kommentare da lassen würdet und wir darüber ein bisschen diskutieren können. Somit bleibt mir nur noch euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat und ihr mir einen Daumen hoch gebt oder ein Abo da lasst. Am Montag gibt es wieder was Lustigeres. Den Montag gibt es schönes Wochenende und wir sehen uns nächsten Tag wieder. Baba.